Hey Leute, heute testen wir ein neues Spiel und zwar Mortal Ride. Ich habe das schon vor 2, 3 Jahren oder so irgendwie mal auf TikTok gesehen gehabt und das ist ein Solo-Entwickler, soweit ich weiß, und ist ein Early Access, ist ein ein Souls-like-Spiel. Und wir können das Ganze auch online anscheinend spielen oder offline. Wir machen jetzt erstmal offline, vielleicht werden wir auch mal online starten. Wir machen jetzt einfach mal ein New Game und schauen, was das Spiel so mit sich bringt. Es gibt auf jeden Fall mehrere Klassen. Es gibt so einen Tank mit einem Schild, der kann auch Wände hochziehen und so. Dann gibt es einen. Ja, so einen Rogue, sag ich mal, so eine Art, also einen Schurken. Dann Kampfmagier oder so, ich bin mir gar nicht sicher. Wir werden es einfach sehen. Vielleicht können wir auch alle austesten. Könnte sein, dass ich irgendwas falsch in die Grafik eingestellt habe. Ich glaube, da muss ich gleich mal was umtesten. Der Schatten sieht sehr schlecht aus. Irgendwas stimmt mit meinen Grafikeinstellungen nicht. Das sah bestimmt ultra cool aus. Ja, irgendwas Schatten. Aber ich habe Schatten auf hoch. Oh no. Aber wenn ich jetzt so bin, sieht alles irgendwie ganz okay aus. Oder? Sie sehen auf jeden Fall ziemlich seltsam aus. Dann können wir uns irgendwie ein bisschen näher betrachten. Ja, von der Grafik her ist ganz in Ordnung, ne? Aber jetzt, ich weiß jetzt nicht, was das mit dem Schatten auf einmal war. Ist das Absicht gewesen oder habe ich irgendwas falsch eingestellt? Aber jetzt, wenn wir jetzt hier so drin sind, sieht eigentlich alles ganz normal aus. Sogar Staub, wenn wir hier springen. Ich denke nicht, dass ich da irgendwas falsch mache. So, View Message. Hier auf Deutsch ist es leider nicht. Können wir trotzdem ganz kurz schauen. Also Multiplayer, wie gesagt, kann man machen. Hier, warte mal. Ist auf hoch. Schatten sind auf hoch. Hätte ich lieber runterstellen sollen. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Hier sind Gräber mit Händen. Die sind auch Hände. Und ich bin aus so einem Grab ausgestiegen. Der Nebel sieht ja auch in Ordnung aus. Ja, dann gehen wir mal weiter. Hier ist eine weitere Message. Your points to Betrayer's Abilities. Okay, das heißt, wir können uns anscheinend aufleveln. Ich erzähle, wie bei Dark Souls, bei Elden Ring, gibt es hier halt sowas. Ability Points. Also ich habe direkt ein gratis Geschenk bekommen, glaube ich, ne? Was denn du? Wer ist denn das, Leute? Achso, warte mal, hier können wir, unsere, Quick Wall, Stance 1, Stance 2, Blade Twist, ja, hier ist das, wie ich gesagt habe, das ist das mit dieser Wand, die man machen kann, Fire Cone. Ich würde gerne irgendwie alles gerne machen. Stamina Regeneration. Speer. Fire Shard. Blade Twist. Ah, das klingt auch gut. Fire Shard. Ich glaube, ich mache aber Blade Twist. Quick Wall. Die würde ich auch ganz gerne haben eigentlich. Das heißt, wir können uns so einen Hybriden machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay. Wir können auch Refound machen. Eins remained. Ja, wir testen das erstmal, ne? Warte mal, können wir.
Deaktivieren wir das Ganze. Warte mal, hier wechseln wir. 1. Das geht nicht. Aha. Gut, lassen wir erstmal so. Klar, Attack, Low Poise Damage und High Attack. Jetzt mit dem Mausrad kämpfen wir. Okay, verstehe, verstehe. Was haben wir hier für eine Message? Aha. Ich will auch irgendwie rollen. Ich bin hier blocken. Wir müssen ja auch irgendwie uns wegrollen können, oder? So. Enemies of Blanks. Heavy Attack. Okay, dann komm mal her. Ach, das sind auch Gegner. Achso. Okay, wir sollten die auf jeden Fall anvisieren. Schon mal ein schön paar Punkte. Punkte sind ja immer gut. Was haben wir da unten? Was ist denn das? Ah, Heilung. Ah, da oben. F, warte, aber wie wechseln wir da durch? Mausrad wahrscheinlich, okay. Wir finden auch Heil. Ich weiß nicht, laden wir die dann immer auf? Wie es so üblich ist, oder. Warte mal, hinten geht es auch irgendwo lang. Sollen wir darüber springen? Oder können wir einfach. Das Wasser? Warte mal, ach, da hinten im Wasser. Ah, warte mal, hier sind Gräber, auf die wir. Nee. Ach, da. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Können uns einfach mal eine, oder? Können wir auch irgendwie einen Doppelsprung machen? Nee. In any direction. Tab Shift. Aha. Verstehe. Verstehe, verstehe, das ergibt irgendwie Sinn. Okay, Fokusflash, aber hier. Ach, das ist gar nicht so tief. Verstehe, verstehe, also mit Controller soll es anscheinend auch besser sein, das Spiel. Es wird auf jeden Fall mit Controller empfohlen. Aber ich denke, wir kriegen das auch so hin. Oh, choose. Ja, ich glaube, das ist keine Frage, was man wird. Increase Ability bei 3. Klar, natürlich. Wäre dumm, wenn nicht, ne? Das wäre dumm, wenn wir das andere genommen hätten. So, taking enemies earn focus points. Ah, okay. Jetzt können wir. Ah, unten habe ich 10. Jetzt sehe ich es, jetzt sehe ich es. Super. Okay, wir müssen da näher ran. Das ist gut zu wissen. Was haben wir hier? Aha. Habe ich ja irgendwas gehört? Achso, Bogenschütze. Escape to open your inventory. When you're ready to leave, use all your refuge. Warte mal, jetzt muss ich erstmal hier. Oh! Okay, ich muss erstmal ein bisschen klarkommen. Items. Aha, okay, verstehe, verstehe. Dagger, Multiplayer.
Ach so, okay, verstehe. Können wir auch Leute zu uns einladen? Wir den auch reinziehen? Nein, 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 nein. Okay, das war ein Fehler. Ich dachte, ich kann das noch abbrechen. Ich wollte einfach nur mal schauen. Ja, das ist, jetzt haben wir leider irgendwelche Sachen da nicht gesammelt und vielleicht irgendein Tutorial übersehen. Oh nein, jetzt sind wir mittendrin, oder? Oder ist das, ach, das ist so wie unsere Base oder so, ne? Ah, genau, hier sind die Leute, die man anscheinend freischalten kann. Das ist dieser Tank, von dem ich gesprochen habe. Aha. Irgendwie gefällt der mir, ne? Wenn noch jemand hier ist, hier sind zwei, die komplett verschlossen sind. Hier ist irgendwie eine Hand, die noch halb da ist. Oh, das stört mich jetzt aber. Jetzt habe ich leider bestimmt irgendwas. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges verpasst. Verpannt. Verpasst, Mann. Der könnte ganz cool sein, aber ich weiß nicht, den. Vom Optischen gefällt er mir am geilsten. Oh, warte mal nochmal. Ability. Und du hast mich doch erstochen, Kollege. Ach, Storage, okay. Du hast mich doch erstochen. Linke Ratte. Guild Tools. Abilities. Aha, okay, warte mal. Wie hau ich das denn weg? Ah. Nee. Stamina Regeneration oder Fire Cone. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Ich meine, wir können sie auch wieder refounden. Dann können wir uns eigentlich austesten. Ich würde aber gern den hier auf der 2 haben. About this place, about the contract, about the tower. Okay, leider keine Vertonung. Tactics, about the mission. Schmied. Ja, wir werden einfach alles so herausfinden. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht unbedingt hier rumfragen. Was ist das hier auch? Ist das ein Arm? Tentakel? I don't know. Was ist denn das Schönes? Ich glaube, wahrscheinlich zum nächsten Gebiet erstmal, ne? Okay, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas Wichtiges übersehen, Leute. Da waren ja eigentlich noch Gegner gewesen. Ja. Was ist das hier? Mal schauen, wenn wir die Leute so freischalten. Was ist das hier oben? Guildmates. Aha, okay. Ist ja nochmal Ability Point. Daher damit. Können wir irgendwas machen? Das ist nur Deko. Alright. Das ist wahrscheinlich alles, damit man sich nochmal aufhören kann und hier kämpfen kann. Ne? Das ist ja so eine kleine Arena anscheinend. Ah, schade, dass wir nicht zurückkommen, ne? Ja, egal, wir gehen jetzt einfach mal rein. Wir gehen jetzt einfach mal weiter und. Nein, 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 nein. Oh, Skillpunkt. Ich bin so ein Opfer. Aber das hier irgendwie, ich weiß nicht, warum das Bild da so komisch ist. Ich muss das nochmal ohne Aufnahme testen, ob doch der Schatten irgendwie, ob ich den noch. Ob ich ihn lieber geringer stellen soll? Jetzt hängt es natürlich. Ja, auf jeden Fall, Ersteindruck ist schon mal ganz okay. Ihr müsst natürlich euch nicht holen, aber
Ihr könnt mich ja mit der Zeit auch fragen, ob es sich für mich lohnt und so und wie das Spielgefühl ist. Und bis jetzt würde ich sagen, Spielgefühl ist ganz okay. Dann habe ich erstmal die ersten Gegner und ich spiele halt ohne Controller, ne? Muss man mal alles testen, wie das Spiel so ist. Ah, das nervt mich jetzt, aber was ein bisschen blöd ist, dass halt nicht komplett auf Deutsch ist. Ich verstehe schon den größten Teil auf Englisch. Aber ich dachte, das eine können wir jetzt abbrechen, weil normalerweise, wenn du irgendwas aktivierst, dann kannst du ja noch Escape drücken oder irgendwie dich wegrollen, dann bist du wieder raus. Ich dachte, das lädt so ein bisschen auf, aber nö, war direkt instant und ja, Problem. So, der Ladescreen war leider sehr lang. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal rein. Wir sind jetzt im Floor Number One. Auf der ersten Ebene. Gut, schauen wir mal, ne? Wir sind in der Kanalisation. Ist auch schon mal ein guter Start. Bounce. Ich will den hier anvisieren. Okay. Soweit, so gut. Ist ja aber erstmal der Anfang, ne? Da haben wir mal mit dem Schild. Hey, warte mal. Alter. Das ist cool. Das ist ganz cool. Müssen wir überlegen, ob wir das behalten. Hier geht es nicht weiter. Müssen wir bestimmt hier durchs Loch einfach springen, oder? Was haben wir hier? Eine Leiche. Warte mal, ich dachte, er wäre tot. Ich muss mich erstmal so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Oh. Das war eher Zufall. Increase Position Attribute bei 3. Small Increase of Movement Speed. Nehmen wir das hier. Was ist hier für ein Hebel? Können wir den irgendwie. Oder ist er eher Deko? Ach, guck mal, da ist ja jemand. Da geht's aber auch irgendwo rein. Hä? Stehen die immer wieder auf? Jetzt bist du aber tot, ne? Ich will nochmal hoch. Hä? Spawnen die so schnell wieder? Anscheinend spawnen die ultra schnell nach, ne? Das heißt, man muss sich dann so ein bisschen beeilen. Kann man hier irgendwie hoch? Wir müssen so oder so runter. Gut. Das gibt's doch nicht. Okay, wir müssen hier am besten schnell durch. Gut zu wissen. Na du? Na super. Hat hier gut funktioniert. Okay, da sollen wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Hier auf die Rohre springen. Das gibt's doch nicht. Die können doch nicht so schnell spawnen. Das ist übertrieben. Das allerhöchstens hier. Das ist super.
Autsch. Ja, das habe ich ja toll hinbekommen. Dann düsen wir mal ab. Kommt der? Nö. Aber wo müssen wir da hin? Aufmachen können wir es ja nicht. Darüber. Anscheinend, ne? Hier sehe ich jetzt keine Möglichkeit. Okay, kriegen wir keinen Schaden. Das ist sehr großzügig. Achso, ja gut. Was ist das hier für ein Feuer? Super. Ich will halt nicht runterfallen. Hier haben wir eine Heilung bekommen. Ey, wie schnell spawnen die nach? Da kann man sich ja gar nicht in Ruhe umschauen. Ach so, warte mal. Hä, von da oben? Von da gekommen? Da muss ich irgendwie einfach durchlaufen. Ja, super. Das lief bis jetzt ja. Ach komm. Ernsthaft? Können wir wenigstens eine Minute Zeit lassen? Weil die spawnen ja sofort nach. Der ist wirklich nach einer Sekunde wieder da. Nein. Ja, das ist super. Ja, was soll ich da machen? Der sieht erstmal irgendwo anders an und ja. Ja, das war ziemlich Müll, war das. Das war sehr, sehr komisch. Keine Ahnung. Müssen wir einfach mal testen jetzt. Ob wir jetzt klarkommen. Auf jeden Fall so ein paar Punkte haben. Okay, soweit so gut. Kleiner Gauner. Okay, dann können wir jetzt einfach hier hoch eigentlich, ne? Ja. X da. Ich will jetzt nur zu diesem Dude hier. So, habe ich noch hier meinen Kram? Habe ich den behalten? Die Punkte? Ich glaube ja, ne? So, dann haben wir hier schon mal... offen. Warum ruckelt es auf einmal so? Oder, warte mal, Grafikeinstellung. Ist es doch zu hoch? Grafik. Wir machen einfach mal auf Medium. Ist auch nicht wirklich besser. Warte mal, wir machen mal. Machen erstmal. Oh. Dann machen wir aber. Schatten mal auf Mittel. Okay. Und hier kommen wir hoch, aber da hinten. Ah ne, von da kamen wir hier lang. Geht's hier auch irgendwo hin, oder? Warte mal. Open Chest. Okay, alles klar. Sehen wir den Gegenstand nicht. Mastery Attribute. Komm. Was soll's? Nehmen wir einfach mal mit.
wieder einer mit einem Hammer. So schnell geht es. Das Ding ist, der spawnt jetzt aber auch direkt wieder. Zwei sogar? Ja, das ist fies. Das ist einfach nur ultra fies. Also wir sollen hier bestimmt rüber, oder? Oder hier hoch? Okay. Oder da hochspringen. Oder auch nicht. Das wäre fast in die Hose. Ach, warte mal, da runter sollen wir, ne? Schau trotzdem einmal ganz kurz. Anscheinend hier runter. Denke ich mal. Was haben wir da? Hier können wir auch machen. Ich schaue erstmal da hinten. Ich weiß nicht, welcher Weg optional ist und welcher... Oh. Ich würde gerne erstmal hier schauen. Oh, hier ist aber... Alter, was ist denn da los? Okay, dann gucken wir erstmal hier. Dann schauen wir doch erstmal hier. Ich glaube, es liegt nicht an mir, Leute. Super. Ach, jetzt weiß ich... Nee, das ist noch ein Weg zurück. Jetzt fällt mir das auf. Jetzt ist mir das erst aufgefallen. Alright. Ja, klar, die fetzt mich direkt weg. Die mich einfach direkt weggefetzt, Leute. Aber warte mal, ich könnte jetzt... Aha, ich könnte damit dann einfach wieder zurück. Dann können wir uns upgraden und dann können wir wieder hier rein und dann haben wir die ganzen Wege quasi eigentlich hier offen. Jetzt begreife ich es. Wir laufen jetzt aber einfach mal durch. Sollte jetzt alles kein Problem sein. Naja, wir müssen einmal hier den Aufzug holen. Alright. Nix da. Nee, schon hier oben bleiben. Spawn aber auch echt ultra schnell nach, ne? Das muss man schon sagen. Ah, das war knapp. Wir müssen jetzt da oben aufpassen auf jeden Fall. Ja, klar. Alter. Sind das andere Spieler? Irgendwie gerade verwirrt. Nein! Ernsthaft? Oh, Mann, wie... So ein Noob. Ich bin so ein Noob. Aber was sind das für komische NPC-Gestalten? Weil online habe ich ja nicht eingestellt. Warum hatte der so ein Level? Stand hier irgendwie 42 oder so ein Zeugs? Ja, natürlich trifft er mich. Das ist egal. Ach komm, ernsthaft jetzt? Jetzt verfolgen die mich doch irgendwie. Okay, wir müssen erstmal irgendwie ein bisschen reinkommen. Wie gesagt, es ist halt über den Computer. Die Steuerung ist dann ein bisschen seltsam, muss ich sagen.
Ich möchte das jetzt aber ganz gern da oben einmal fertig haben. So, den ignorieren wir einfach. Da sprinten wir jetzt einfach hoch. Was? Ich war einfach instant tot? Okay, und da war jetzt ein Fehler. Alles klar. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mehr von dem Spiel sehen möchtet, bewerten und das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.